So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Wehmann Domme dabei. Hallo schon wieder. Und wir gucken uns an heute Jund Madness gegen Omnitel. Combo gegen Combo. Wer Combo und härter? Wir hatten ja neulich schon die beiden Sneak-Shows im Mirror. Also ja. Neulich, ich glaube vor einem Monat oder so. Und hier ist wirklich eine klassische Omnitel-Liste, wirklich mit Wishes und Ähnlichem gegen Madness. So ein bisschen der Newcomer des Jahres, kann man das sagen? Ja, der hat halt durch Modern Horizons 2 auch einen harten Boost bekommen. Ne? Im Endeffekt ja nur eine einzige. Ja, aber damit kam das schon. Ja, genau. Ne? Es kam mit dem einen Waller. Oder mit der Root Waller. Es ist ja der gute Root Waller. Oder war das der Root Waller? Ich meine, es wäre ein Root Waller. So, hier wird Burning Inquiry, Turn 1. Da könntest du den Omnitel-Spieler schon direkt hart die Hand zerficken. Ne? Ja, das kann halt richtig cool werden. Oder richtig beschissen. Genau, in dem Fall halt beide Spieler ziehen drei Karten, was halt echt krass ist. Und danach werden drei random Karten abgeworfen. Ist die Madless-Liste mit Hollow Ones? Yes. Oha. Das ist ein Grusel-Bladdy. Das ist ein Emirakul und das ist ein Busejo. Busejo Mainboard? Ja, anscheinend. Aber das ist halt. Ja. Root Waller? Nehme ich. Ah, Hollow One, schade. Ox ist okay. Ist okay. Den Dings würde ich gerne. Den aussehen. Hollow One hätte man gerne nicht discarded. Ja, den hätte man lieber danach noch gespielt, ne? Oh yes. Oder oh, dafür lieber die Wendschwein noch discarded. Das hätte ein richtig starker Turn 1 sein können. Das hätten halt das ist noch. Halt dieses Gamble. Ich weiß halt nicht, aber das Inquiry, das. Es macht so viel Spaß. Es ist einfach. Ja, cool. Es ist Spaß, aber es ist halt sehr, manchmal sehr ineffektiv. Das ist korrekt. Auf der anderen Seite siehst du jetzt die Hand vom Showntail-Spieler. Das sind halt, da ist zwar ein Showntail drauf, da sind haufenweise Cantrips drauf, aber da sind halt keine Kreaturen mehr drauf. Es hat alle Kreaturen von der Hand gezogen. Wow. Oh, schöne Old Border Ponder. Du meinst. Old Border in Betracht ziehen. Stimmt. Das ganze Deck ist ja deutsch. Das war ja so ein. Ja, da passiert nicht viel, oder? Was war da oben drauf? Doch nicht. Doch. Preordain. Ich glaube, da war dann. Sneak Attack? Ja, Preordain. Ja, dann wunderschöne Faces Lootings. Ja. Loot, Loot. Loot, 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 Loot. Echt, überleg du mal Forst? Nee. Oder? Hier werden dann zwei Karten gezogen, dann müssen zwei Karten abgeworfen werden. Die Wendschwein plus noch? Wendschwein und Anger. Anger, oh. Das heißt, man bereitet sich hier auf einen etwas größeren Zug vor. Gut, auf der anderen Seite haben wir auf jeden Fall schon einen Showntail. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt nur noch irgendwas Dickes. Ja, davon gibt es ein bisschen was. Oder halt Omniscience plus. Ja. Funktioniert in dem Deck ja auch. Das ist korrekt. Brainstorm zieht ein weiteres Showntail, ein Wish und ein Brainstorm. Ah, nicht das, was man sehen möchte. Nee. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da ein Fetchland auf der Hand war. Hoffentlich. Ja, da war ein Fetchland auf der Hand. Immerhin wird ein bisschen mehr gesucht. 18. Yes. Ja, ja, Madness halt mich mit dem explosiven Start, den es bräuchte. Und, naja. Ein bisschen was schiefgelaufen. Auf der anderen Seite, es kann halt auch ganz schnell Ende machen, wenn es verprügelt. Ja. Was glaubst du prinzipiell, wäre es hier im Vorteil? Uff, ich würde mal theoretisch auf Madness tippen. Ja. Also Lag Preboard auf jeden Fall. Lag auch mein Tipp. Auch danach würde ich tatsächlich auch für Jund Madness gehen, weil es halt sehr viele gute Karten im Support hat, wie zum Beispiel Run a Fool, wo halt eine fliegende Kreatur geopfert wird. Ach, ja. Und man kann auch die Leylines sideboarden für explosive Sachen. Ja, ich war halt jetzt gerade am Überlegen, weil Omnitel hat ja sowas wie jede Kreatur kriegt zwei Schaden und sowas. Ja, Sideboard. Das stimmt. Da ist ein Emmy. Wupp, 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 sagt man. Ah, ja, ist halt die Frage, ob nur Emrakul hilft. Ne? Das ist ein Sneak Attack. Und ein Wish. Und ein Chantel. Dann würde ich jetzt, wenn das klappt, schon auf. Ja, da hat man Petal. Super. Jetzt natürlich die Frage, was sieht man hier? Ja, der Madness-Spieler kann halt nichts reinlegen, was impulsiv genug oder impressive genug wäre. Ne? Nee. Denke auch nicht. Da kommt ein wunderschönes Fest-Looting. Ich sag dazu einfach gar nichts. Dann kommen zwei Wallas. Voila. Und dann kommt schon die Wendschwein. Ne? Ja, dann kommt die Wendschwein. Die triggert ja auf den Cast, das heißt, sie kommt vorher. Ja. Und dann hat man 9 Damage.
das wird ja jetzt schon eng. Ja, geht so. Macht jetzt halt so Schauenteil. Emrakul. Man hat halt jetzt 6 Permanente da liegen. Wenn der jetzt Schauenteil Emrakul macht, ist halt schon irgendwie... Book. Auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt über Sneak Attack geht, weil ich glaube, Schauenteil habe ich hier nicht mehr gesehen. Wenn ihr jetzt Sneak Attack macht... 1, 2, 3... Kann man das halt überleben? Ja, da kommt eine Sneak Attack. Mhm. Sack. Dann kommt der Grusel-Daddy. Nee, der Mie. Stimmt. So, dann ist jetzt halt alles weg. Die Weltschwein kommt aber wieder im Zweifelsfall. Genau, und hat auch wieder Eile. Also hier würde ich auf jeden Fall weiterspielen. Hier gibt es keinen Grund aufzugeben. Das ist ja auch etwas, was ganz viele Leute einfach falsch machen gegen Schaumtell. Machen dann Sneak Attack. Emmy, hau dir ins Gesicht. Du verlierst jetzt halt hart gegen Days, ne? Knack. Okay. Den würde ich gerne casten. Ja, yep, der hat Eile. Hast noch einen Mana floaten. Richtig. Das nützt dir aber nichts. Nee, dann zieht man. Land. Boah. Fetch. Leck mich. Das ist nicht schlecht. Also es ist sehr, sehr knapp. Tatsächlich. Ich meine, da ist Sneak Attack und da ist ein Cantrip. Man muss halt nur einen Imp legen und die Eventschwein ist schon wieder online. Oh, ja. Gamble. Funktioniert genauso gut. Man nimmt hier den roten Rootwaller, auf keinen Fall den grünen, man nimmt den roten. Ja. Weil man hat ja auch das rote Mana dafür. Und sagt dann, mach mal. Links oder rechts? Gerade. Das ist ja tatsächlich wichtig. Den da. Ja. Dun, dun. Ja, das passiert mit Gamble leider öfter. Schade. Dann jetzt die Frage. Der ist selber wie stark? 3-3. 3-3. Also man kriegt den in nächster Runde nicht umgeboxt. Das ist jetzt halt so ein... Das ist knapp. Also hier geht man jetzt, muss man fürs Ponder gehen und im Notfall shuffeln. Den Ochsen hätte man auch nicht holen können. Dafür ist das Land, das Mana nicht da. Richtig. Was kommt hier? Das ist gar nichts. Es ist Show and Tell into Omniscience into unendlich viele Cantrips. Ja, dann bist du aber... Intuish. Hat man's? Shuffle, shuffle. Man könnte jetzt Intuition nehmen, Show and Tell, Intuition, Brainstorm, Wish. Doch, ich glaube, das war's. Das ist Omniscience. Naja. Das ist jetzt halt hart ballsy, ne? Ja, auf der anderen Seite, was soll der schon reinkommen? Ja, Walla. Walla, ne? Walla, Walla. Falscher Walla. Ja, all the prettier than you can get. Ja. Und hier geht man dann in die Wish-Combo. Und Wish. Ja. Oder? Ja, klar. Mehr Wishes, mehr Brainstorms. Ich weiß es halt auch nicht, wofür man jetzt... Mehr Days. Sucht. Man kann ja einfach in die Wish-Combo gehen, also das sehe ich noch nicht. Ponder? Ich weiß nicht, vielleicht ist die Wish-Combo aktuell ein bisschen anders aufgestellt und es fehlt einem noch was. Ja, okay, oder man hardcastelt einfach ein Emrakul. Ja. Ne? Emrakul, ja. Ende. Tudum. Ja. Da werden die Wishes gezeigt, die Wishes hätten halt auch Ende machen können. Ein bisschen früher. Ja, vom Sideboard her, wie gesagt, Madness, sowas wie Run of Rule. Ich glaube, da ist ein Ding drin, ein Pithenil. Ja. Zu einem Sideboard. Die kann man nehmen. Omnitel, irgendwas gegen Artefakte und. Ja, gegen Artefakte sind ja nur die Leylines. Ich glaube. Also Pyroclasm auf jeden Fall. Ja. Das sollte auf jeden Fall mit rein. Ist die Frage, was sonst noch geht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von den Starthänden her. Man könnte halt einfach ein Braid reinnehmen, um mal ein LED, was der Gegner liegen lässt, wegzukriegen. Yes. Mulligan von Junt. Kein Mulligan von Omnitail? Oder Mulligan von Omnitail? Das war jetzt aber auch hart auf Kante von... Es war einmal... Ach ja, dunne Mals, ne? Da hatte man Land. Da wird nicht geschaffelt. Genau, die werden drunter gelegt. Okay, immerhin. So, dann mit dem Land gespielt. Dann kommt Nimp.
Stimmt. Dann kommen wir. Der zieht einen Force Will. Yes. Das hat. Yes, Baby. Hat man das noch ein LED. LED. Was hat man dann noch? Ein Looting. Ein Anger. Ja. Und? Looting, Anger und Gamble. Gamble. Oh, Gamble ist natürlich auch gut. Ja, ist die Frage, was man hier macht gleich. Man könnte für ein Land gamblen. Ja. Oder für den zieh drei Karten, du. Zieh drei Karten, du. Na, den Vampir, der mir letztes Mal gesagt Anna's Revenger. Der Vampir. Der rote Vampir aus dem Commander-Deck. Ja, dann kann man den nämlich, legt man das LED, gambelt. Wenn man den abwirft, kann man gerade noch schnell bezahlen. Genau das. Ja. Kann man machen, ist ganz cool. Der hat auch von sich aus Eile, ne? Nee. Aber man hat einen Enger. Stimmt. Enger regelt. Das ist eine ziemlich coole Hand, tatsächlich. Ja, die kann eine Menge. Da muss nur genug durchkommen. Yes. Sind das Touch-Reward-Bambles? Ja. Ho. Wer hätte es geahnt? Ja, es ist halt, ich habe kein anderes Gamble gehabt. So diese eine Touch-Reward. Rest habe ich auch schon wieder verkauft. Ja, auf der anderen Seite Paddle Go. Oh, noch ein Land. Schön. Ja. Man kann es mitnehmen. Ist das dann noch ein LED? Das ist noch ein LED. Voila, Inga. Wow. Wow. Oh, Surgical könnte man an Stelle von Omniterra nehmen. Wenn die jetzt, die gehen doch gar nicht mehr im Friedhof. Nur um Enger rausnehmen, so. Looting rausnehmen. Ja, stimmt. Und um. Ja, bezahlt man für Rot. Jo. Das hat jetzt halt. Nicht so viel gebracht. Aber man hat eine LED dafür gekriegt. Ansonsten wäre das Mana halt verpufft. Weil das Mana, das LED hätte man jetzt oder so dafür geknackt. Ja, ja, das hätten wir eh geknackt. Und so hat man jetzt trotzdem die zwei Mana. Hat in Anger liegen. Ja, und man hat sich als Shauntel-Spieler hier ein bisschen zurückgesetzt. Und cool. Hm. Double Vala plus Windschwein, sehe ich das richtig? Das ja. Ist strong. Mit dem LED hinten dran auf jeden Fall. Ja, vor allem, wenn man jetzt einfach hingehen könnte End of Turn Double Vala plus. Stimmt, das geht ja auch. Gewinnen. Oder man macht es halt in seinem eigenen Zug, dann hat man nämlich das Mana übrig, um die ganzen Valas zu pushen. Ja. Dementsprechend, ja. Ja. Preordain. Double Bottom tut halt weh. Ja, das heißt, da oben war gar nichts drauf. Und man hat wahrscheinlich auch nicht viel in der Hand. Nee. Hat nicht End of Turn gecrackt. Nee, nee, man hat ja noch deinen Enger am Friedhof. Darf jetzt halt nur kein Surgical kommen. Ist das lecker. Ja. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Man hat rotes Mana, wow. Grünes Mana, rotes Mana. 3, 6, 9, 13, 17 Damage. Oh, das sind ein paar gute Handkarten. Ja. Oh, Explosives. Die hätte man auf 1 noch droppen können, aber dann, man hätte das Days nicht spielen dürfen. Ja, er hat ja nie mehr als ein Land gezogen. Ja, stimmt. Klassischer Steffen. Ja, 1-1. Sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant. Wie schnell Junt Madness halt auch einfach mal umbumsen kann. Ja, ich meine, Omnitail kann das genauso schnell. Ja, klar, als Turn 1 Emra cool reicht halt gegen das Deck. Ja, und das ist halt etwas, was man realisieren muss, glaube ich. Ist ein Sideboard-Karakas bei Junt vielleicht noch drin? Irgendwas Bounce-mäßiges? Normalerweise nicht. In dieser Version ja. Hat mir schon fast gedacht. Weil vielleicht dieser Spieler niemals ohne Karakas im Sideboard aus dem Haus geht. Ich klebe das auch mittlerweile überall rein. Zumindest bei unserer Meta kann man das halt machen. Ich mache das in jeder Meta, gerade mit Ragavans. Das ist voll okay. Stimmt. Ja. Gut, Runde Nummer 3. Vom Sideboard her dürfte sich jetzt, glaube ich, nicht viel geändert haben. Omnitail wird kommen. Da ist, oh mein Gott, ist das schlecht. Können Änderungen rausgenommen haben. Double LED, nee, das muss gemalligend werden. Vom Jump-Man-Spieler. Ja, da ist ja gar nichts. Das ist nicht gut. Ja, aber Omnitail entscheidet vorher. Was? Bei Held? Okay, es wird gehalten. Krass, okay. Ponder sieht einen Shauntel auf jeden Fall und Brainstorm.
Es ist halt die Frage, was man mit dieser Hand machen möchte. No land for me. Force, kein Force. Vielleicht will man irgendwie über... Boah, ist das bad. Warum hat man diese Hand gehalten? Glaube an ein größeres Wesen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ein Land wäre echt cool gewesen, dann wäre die Hand gut gewesen, dann hätte man halt mit dem Ding abwerfen können, für offenweise Dudes. Ja. Dann Walla und dann gib ihm, dann hätte man echt 9 Damage reindrücken können. Easy peasy. Das ist jetzt halt einfach Discard 2. Walla Walla. Das war nicht gut. Das war echt schlecht. Vor allem, das ist ein Run-A-Fool, das ist mir weggeworfen. Wow. Oh nein. Die Bestrafung für das Run-A-Fool weg. Ja, da ist es, da ist es. Ja, da kommt schon das. Ja, und da kommt das dann. So viel zu schnellen Spielen. Hier ist der Conceit von Madness. Oh, das ist Shame Conceit. Schade dafür. Okay, aber um die Teller da auch gar nichts mehr. Nee, es hat gereicht. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.